In der Ägäis vor langer Zeit herrschte der tapfere Krieger Odysseus über die Insel Ithaka. Er war bekannt für seine Klugheit und seinen unerschütterlichen Mut. Als der Trojanische Krieg zu Ende ging, begannen Odysseus' Abenteuer und seine Reise nach Hause. Doch seine Heimkehr war von zahlreichen Prüfungen und Hindernissen gezeichnet. Die Geschichte beginnt mit der Odyssee selbst, als Odysseus und seine Mannschaft die gefährliche Reise von Troja zurück nach Ithaka antreten. Während ihrer Reise werden sie von den Launen des Meeresgottes Poseidon geplagt, der sie mit Stürmen und Unwettern konfrontiert. Ihre ersten Herausforderungen bestehen darin, den Lockungen der Sirenen zu widerstehen und die gefährliche Enge zwischen Skylla und Charybdis zu durchqueren, wobei sie den Verlust einiger Crewmitglieder erleiden. Während seiner Reise trifft Odysseus auf verschiedene mythische Kreaturen und Prüfungen, darunter den Zyklopen Polyphem, der einige seiner Gefährten verschlingt. Mithilfe seiner Raffinesse und List gelingt es Odysseus jedoch, sich und seine Mannschaft aus den Fängen des Zyklopen zu befreien. Weiterhin begegnet er der verführerischen Zauberin Kirke, die ihn und seine Gefährten in Schweine zu verwandeln versucht, jedoch durch seine Entschlossenheit und Willenskraft besiegt wird. Nach Jahren des Irrtums und zahlreicher weiterer Prüfungen, in denen Odysseus' Treue zu seiner Frau Penelope auf die Probe gestellt wird, kehrt er schließlich nach Ithaka zurück. Hier trifft er auf eine Vielzahl von Freiern, die versuchen, seine Frau zu heiraten und sein Königreich zu übernehmen. Mit List und Stärke gelingt es Odysseus schließlich, die Freier zu besiegen und seine wahre Identität preiszugeben. Die zentrale Lektion der Geschichte von Odysseus ist die Stärke des Willens und die Macht der List, um auch in den schwierigsten Zeiten standhaft zu bleiben. Odysseus Ausdauer und Entschlossenheit, seine Cleverness und sein unerschütterlicher Glaube an die Heimkehr haben Generationen von Menschen inspiriert und ihnen gezeigt, dass es immer einen Weg gibt, selbst in den dunkelsten Stunden durchzuhalten. Seine Abenteuer dienen als zeitloses Beispiel für die menschliche Beständigkeit und die Bedeutung von Standhaftigkeit und List inmitten der größten Prüfungen des Lebens.